Herr Klaus, du hast ja einen interessanten Beruf. Erzähl mal ein bisschen was drüber. Erzähl mal, was für Menschen zu dir kommen, warum sie zu dir kommen überhaupt. Ja, ich bin Psychotherapeut mit einer ärztlichen Grundausrichtung, tiefenpsychologisch. Und da kommen die Menschen eigentlich über die Kasse erstmal zu mir, über Hausärzte in Lebenskrisen, einfach verschiedenste Lebenskrisen. Verzweifelt sind mit verschiedensten, manchmal körperliche Symptome, seelische Symptome, manchmal sind sie selbstmordgefährdet. Also ich habe meine Schwerpunkte, Trauma zum Beispiel, aber im Grundsätzlichen sind es ja, Männer und Frauen wie du und ich, die in einer tiefen Lebenskrise stecken und manchmal schon seit vielen, vielen Jahren, also Jahrzehnten kann man sagen. Also kann man eigentlich sagen, manchmal geht man erst, wenn die Not wirklich am allergrößten ist. Ja, und dann muss es sofort passieren, ja, der Platz muss sofort frei sein, aber ich versuche dann auch immer möglichst bald Termin zu vergeben. Aber das ist einfach, weil wir uns oft schämen, ja, weil wir oft auch nicht die richtigen ersten Ansprechpartner finden und dann sind wir verschreckt von der Therapie, ja, weil wir gelehrt wurden, an uns liegt das Problem oder wir sind schuld. Ja. Das hat verschiedene Gründe, warum Menschen Scham haben, zum Therapeuten zu gehen. Ja. Bei unserem Land ist es noch extremer, also dass die Menschen sich da sorgen, wer sieht mich, wenn ich da reingehe. Ja, also du denkst, die Menschen haben eher eine Fassade, eine Maske auf und trauen sich schwer, diese Maske auch mal abzunehmen, auch im Normalen, auch. Nicht nur, wenn sie zu dir kommen. Ne? Ja, auch bei mir, das dauert lange, bis eine Beziehung aufbaut. Ja, Beziehung ist ein wichtiger Teil der Psychotherapie und sie da auch langsam ihre Masken fallen lassen, aber das ist ja auch das, was im Alltag, was wir sehen. Ja. Beruf, gut, ich kann nicht im Beruf, würde ich nicht meine privaten Dinge erzählen, aber ich muss auch echt sein, in gewisser Weise, authentisch. Dass der andere weiß, woran er mit mir ist, aber es ist unsere Gesellschaft auch, dass wir mit diesen Masken rumlaufen und uns nicht mehr von Herz zu Herz öffnen und Verletzungen, jeder Mensch hat Verletzungen, und aber wenn ich diese Verletzungen nicht anschaue, dann gebe ich sie weiter. Ja. Dann laufen nur verletzte Menschen rum. Ja, du bist ja Christ, also gehe ich mal davon aus, Gott redet auch zu dir während der Therapie. Wie baust du das ein? Ist das ganz normal? Es ist erst einmal mein eigener Hintergrund, der mich stärkt, mich auch in der Arbeit stärkt, wenn ich mehr gebe, als dass man nimmt. Ja. Und dass ich auch manchmal bete einfach für meine Arbeit, Segen und so. Und offen bin, wie Gott mich benutzt. Aber in meiner Arbeit möchte ich natürlich schon vorwiegend als Therapeut mit meiner Ausbildung, also dort für die Menschen da sein. Wenn jemand offen ist, ich spreche Glaubensfragen an. Der Glaube ist eine wichtige Ressource, sagen wir, ein richtig wichtiger Halt. Manchmal macht uns der falsche Glaube auch krank. Aber ich spreche die Menschen dann an und wenn sie offen sind, dann können wir auch mal miteinander beten. Ja. Mhm. Aber ansonsten ist es eher einfach mein Fachgebiet, wo ich von der Medizin gar nicht so über den Glauben sprechen soll oder darf. Ja. Also ist manchmal auch schwierig, ne? Es ist manchmal auch schwierig, weil ich selber erfahren habe, wie real das ist, und wie Gott einem wirklich helfen kann durch diese Krisen durch. Für mich ist Gott auch wie ein Psychotherapeut, Also er sagt nicht, jetzt hast du mich und du brauchst nichts mehr, sondern er weiß, wir haben Verletzungen und er führt uns dahin und manchmal eben auch durch andere Menschen oder Therapeuten. Na gut, Gott sagt ja auch, wir sollen ihn bitten. Das heißt ja auch, dass wir dann uns äußern über das, was wir Probleme haben. Und das ist genauso, wenn halt die Menschen dann zu dir kommen, dann bitten sie dich ja auch um Hilfe. Ne? Ja, ja. Manchmal kann man es noch nicht richtig ausdrücken, aber das ist ja Hilfe. Hast du in deiner Therapie auch schon Wunder dann erlebt? Hat Gott da Wunder getan? Ja, wenn man Wunder jetzt nicht daran festmacht, dass so in einer Sekunde etwas passiert ist. Aber für mich ist es immer wieder ein Wunder, wie schnell ich doch zu allen eine Beziehung kriege. Ja. Und wie Menschen auch schon es besser geht, wenn sie einfach kommen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir als Christen weitergeben können. Und wenn wirklich schwer verletzte Menschen, tief traumatisierte Menschen einfach auch heilen können. Und nicht nur durch diese therapeutischen Methoden und Interventionen, sondern eben auch durch Beziehung. Ja. Und ich denke, sie sehen und spüren einfach die Liebe Gottes, die in uns allen ja ist, auch in ihnen. Und das kann ich ihnen auch ein Stück vermitteln. Das ist auch diese Sehnsucht der Menschen, auch
auch Gottes Herz zu entdecken. Die Atmosphäre macht es dann teilweise ja auch aus, ne? In deiner Praxis selber. Ja, ja, das äußere Ambiente und die innere Atmosphäre und ja. Diese Sehnsucht, ich glaube, sie ist in jeden von uns Menschen reingelegt. Ja? Die Sehnsucht, ewig zu leben, ja? Wenn man sein Kind verliert, dann möchte man es nicht verlieren und wiedersehen. Mhm. Und auch die Sehnsucht nach Gott. Ja?